ganz lieber Freund aus Mallorca, Michael Weber. Michael Weber. Micha, setz dich, nimm Platz. Hi. Hallo, Rosa. Nein, du brauchst mich nicht küssen. Bitte komm hier rüber auf meine grüne Seite, bitte. Ah, da sitzen wir. Und ich bin ja im Sitzen fast so groß wie du. Das ist das Schöne. Im Stehen bin ich ja viel kleiner als du. Also wir haben ja so viel schon ausgekämpft zusammen. Genau, wir haben ja schon einiges ausgekämpft. Genau. Und der vierte Gast, der wird sich wahrscheinlich wundern, weil wir etwas länger brauchen. Meine Lebensgeschichte ist viel zu lang. Genau. Also leg dich schlafen. Genau. Also, die Mona hat ja vorhin schon gesagt, dass sie sehr wenig über dich erfahren hat. So. Und dabei bist du, ja, und das muss man nicht sagen, aber du bist ja so vielfältig, das ist ja der totale Wahnsinn. Du bist ehemaliger, also du bist immer noch Journalist, das aber ehemals bei der Bild-Zeitung. Genau. Ja. Ich kann es einfach einen Schnelldurchlauf machen, ich mache einfach einen Schnelldurchlauf, das ist wahrscheinlich einfacher für dich. Ich bin einfach ganz normal bei der Bild-Zeitung, habe ich angefangen als Verlagskaufmann, also bei der BZ in Berlin, habe damals unseren vierten Gast interviewt, schon mehrfach für die BZ in Berlin. Bin dann, weil ich nicht gerne im Büro arbeite, auf die Idee gekommen, ich möchte unbedingt in die Redaktion der Bild-Zeitung Mallorca. Und habe mir meinen Wunsch dann erfüllt über Madrid, Kolumbien, Venezuela war ich auch. Mit meiner Tochter, die ich alleine großgezogen habe, ganz schnell zu erzählen. Das ist Franzi von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Jasmin Weber. Und die war ja mal verheiratet mit Adel Tawil. Da gab es 1000 schlechte, gute Berichte über mich. Meine Tochter hat mich nachher verklagt. Ja, da kommen wir. Da kommen wir noch zu, genau. Ja. Und dann bin ich 91 in meinem Traumjob angekommen, 95 bin ich meinen Job losgeworden. Springer hat alles eingespart, dann kam das Internet und dann habe ich ein Reisebüro gegründet, wollte ein, zwei Jahre mal Reisebüro machen und bin dann hängen geblieben auf Mallorca mit meiner Tochter, mit alleinigem Sorgerecht und das ist so meine Lebensgeschichte und bin 21 Jahre jetzt Event- und Reisebürounternehmer, habe eine Künstleragentur mit so ganz bekannten Leuten oder Unbekannten. Wie Annemarie Elfeld, Bernhard Brink, Julina Dreves. Die kennen wir gut, die Annemarie Elfeld. Genau. Also, das war so der Schnelldurchlauf einfach mal und mache das, wie gesagt, 21 Jahre und bin 35 Jahre gelernter Journalist. Peter Bönisch war mein Ausbilder und mein guter Freund bis zu seinem Tode. Wenn man jetzt deine Lebensgeschichte so hört, ja, du hast ja in den letzten Jahren in diesem Medienbereich relativ viel gemacht. Es war ja nicht so dein Geschäft, oder? Also ich habe im Medienbereich viel gemacht und wieder wenig gemacht. Also dadurch, dass mein Reisebüro immer größer geworden ist, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Meine größte Geschichte ist die mit Rudolf Scharping 2001, die ist ja bekannt, mit Paul Sahner, der gerade gestorben ist. Das heißt, wir haben die Geschichte gemacht, als er gebadet hat und die Gräfin hochgeworfen wurde in Campus, im Pool von Campus. Das Bild kennt jeder, das ist die Gala mit bekannt geworden. Und das ist der bestbezahlte Artikel aller Zeiten in der Presselandschaft in Deutschland. Es gab über 500.000. Da leben wir heute alle noch davon. Da lebe ich auch noch davon, aber wir waren leider 9 Kollegen und somit hat jeder nur gute 50.000 D-Mark damals bekommen. Hm. War nämlich gerade der Wechsel. Aber richtig viel Kohle, ne? Es war also schon relativ viel und einige andere Geschichten habe ich auch gemacht. Also von uns kommen viele bekannte Fotos, wie auf meiner Seite geht, bei Media Promotion. Die habe ich gefunden, ja. Und das heißt, du lebst jetzt aktuell auf Mallorca oder lebst du in Deutschland? Ich lebe auf Mallorca. Ich lebe in dem schönen Schloss Holte und in Berlin. Das liegt daran, meine ganze Familie ist in Schloss Holte. Das heißt, meine letzte überlebende Familie, mit meiner Lebensstory muss ich ja 80 sein. Und dafür habe ich mich ganz gut gehalten, oder? Sehr genau. Gut, ja. Muss man schon sagen. Also, ich pendle zwischen Berlin und Mallorca ständig. Also, ich fliege einmal die Woche hin und her. Sind ja gerade mal 2 Flugstunden. Das sind 2 Flugstunden und das lohnt sich also für mich, weil ich beide Jobs machen kann und habe auch Mitarbeiter auf Mallorca. Genau. Man kann dich also auch buchen, ja, für die ganzen Tourismus-Sachen da auf Mallorca. Was machst du da genau? Also ganz einfach, was ich da mache, ist, ich mache jeden Montag Jürgen Drews, den ich seit 1982 kenne, von Ein Herz für Kinder, da, so habe ich den kennengelernt. Also jeden Montag machen wir so eine Eventtour aus Cala Radiada, Cala Mayor, aus Pagera, Santa Ponsa, fahren dann nach, also in den berühmten, berüchtigten Megapark. Bernhard Brink tritt dort auch auf, zum Beispiel. Da wird dann Freitag Bernhard Brink gemacht, Montag Jürgen Drews, Dienstag Micky Krause. Und die Leute können da bei mir eine Eventtour buchen, entweder Backstage, kostet das doppelte Geld oder einfach ganz normal, dann werden sie abgeliefert am Megapark. Wo liegen wir da preislich circa? Preislich liegen wir ganz einfach, wir liegen zwischen 39 und 69 Euro. Ist ja auch bezahlbar. Bezahlbar, also wir machen realistische Preise auf jeden Fall. Sehr schön. Den Mallorca-Besucher, eine ganz, ganz tolle Sache. Kannst du ruhig 49 Euro machen.
Genau. Ja, aber wir machen 39, weil das reine super. Fahren ist. Mit drei Getränken muss man dann plus 25 Euro rechnen. Das ist das berühmte VIP-Bändchen dann, wo man das ganz schlechte zu trinken bekommt, wo man. Du kennst ja auch recht viele Leute, die auf Mallorca leben. Wir haben ja zusammen auch diesen, wie hieß es in Berlin, diesen, wo wir waren, diese Veranstaltung, den Olymp, den Schlager-Olymp. Also Schlager-Olymp. Da haben wir ja auch den Christian Anders getroffen, den wir ja beide kennen. Den habe ich jetzt neu unter Vertrag, Christian Anders, der wohnt in Saracco bei Porto Andrac. Genau, haben wir ja damals auch. Genau, der kam damals zu uns an den Tisch, hat gesagt, ich habe keinen Manager, mach du das mal. Machst schon Annemarie, kannst du mir auch noch machen, du wohnst bei mir um die Ecke. Aber es ist natürlich ein bisschen schwer zurzeit unterzubringen und er ist auch immer gesundheitlich nicht ganz so gut drauf. Matthias Reim, darf man Matthias sagen? Reim, guter Freund von mir und ich bin ihm gefragt. Wer ist denn so jetzt gerade so der gefragteste Künstler, wo du jetzt sagst, wo jetzt ganz, ganz viele Bookings also reinkommen? Jürgen Drews ist also immer noch, den brauche ich ja nicht buchen, den bucht seine Frau Ramona. Mhm. Kennst du auch gut, die Ramona. Ja, Ramona kennst du auch, also ja, Jolina macht bei uns, macht bei MSP Music. Da ist auch Harald Glöckler zurzeit unter Vertrag. Genau, das wäre jetzt auch eine Frage. Wir haben uns letzte Woche gesehen beim Axi Khan, da warst du auch vor Ort, bei der vierten Pix Lounge. Und hattest du die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen? Hast du ein Foto machen können? Also, wie gesagt, der Besitzer von MSP Music ist der Produzent von Harald Glöckler. Ich habe mit Harald Glöckler Goodbye Deutschland gedreht, das muss ich auch noch erzählen. Ich bin der Redakteur von Goodbye Deutschland seit 2011. Zu welcher Produktion? Zu Goodbye Deutschland, nur zu dem Goodbye Deutschland Mallorca, nicht ganze Welt, also nicht falsch verstehen. Ich mache nur die Mallorca-Produktionen. Okay. Das heißt, ich habe gemacht Krü mit Stadel zum Beispiel, ganz bekannt. Ich war zwei Jahre Manager von, was er von Anni gespielt hat. Ich war zwei Jahre Manager von Nadel gewesen. Da lacht er. Abdel Farag. Die wohnt im Hotel bei einem Mann in einer Außenalster ganz. Okay. Aber ist bezaubernd. Aktuell, glaube ich, gerade im Rollstuhl, habe ich gelesen. Ja, ich habe da keine. Hat schwerste Verletzung. RTL hat das gut aufgearbeitet. Ich denke, dass das wird jeden Tag ausgestrahlt. Okay, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Nee, ich denke, das ist kein Gesprächsthema wert. Ist, ich denke mal, irgendwann ist man so durch, dass das eigentlich auch nichts mehr hergibt. Ich denke, dass da ist für mich persönlich, muss ich sagen, kein Fleisch mehr am Knochen. Ja. Die Nummer ist eigentlich, die ist tot und die ist auch für die ganzen Medien tot. Aber es geht ja hier heute Abend auch um dich auch mehr so um die ganze Welt drumherum. Und Mallorca ist ja die Lieblingsinsel oder die Insel der Deutschen. Wie hast du in den letzten, wie lange lebst du jetzt dort? 20 Jahre? 25 Jahre, also wie hast du die Insel, weil ich habe ja dort auch gelebt, 7 Jahre lang. Wie hast du die Insel in den letzten Jahren erlebt? Was tut sich da Positives oder was tut sich eher Negatives? Also es ist genau wie in Deutschland eigentlich, die Schere geht auf, das heißt also reich und arm. Das heißt, alle kommen ins All-Inclusive-Hotel, die machen keine Tour mehr, auch bei mir nicht. Und dann gibt es Porto Andrac, dort wo ich selber wohne. Und da sind natürlich die ganzen Schönen und Reichen und Stars und Sternchen. Und ich bewege mich natürlich auch da, weil ich da genau wohne. Weil ich ja auch das für meine Stories brauche. Also ich habe in letzter Zeit viel für In, Okay, Closer, Neue Woche gemacht. Das schöne Foto von Helene mit ihren Freundinnen in Porto Andrac. In Closer, die Doppelseite ist von mir. Und dann fragst du natürlich mal, warum steht da kein Name drunter? Das kann ich auch ganz einfach beantworten, weil der Verlag die Haftung übernimmt und den Text umschreibt. Das kann man auch ganz einfach erklären bei Journalismus. Und wie gesagt, mein Vorredner hat ja vorhin immer so große Klappe gehabt gegen Dieter Bohlen. Er soll sehr froh sein, dass er ihn nicht verklagt hat. Ich bin mit ihm befreundet. Und das wäre sehr teuer für ihn geworden, da wäre er mit 7.000 nicht rausgekommen, weil Kai Diekmann sein bester Freund ist, der Herausgeber des Axel Springer Verlages. Gut, aber man muss halt auch schon sagen, der Dieter teilt auch aus. Ja. Aber der ist nicht so wie ein Hinnestetter. Ich muss sagen, ich breche eine Lanze für ihn, weil meine Tochter hat 3 Jahre bei ihm gearbeitet und der ist sehr umgänglich als Chef und ich kann also... Ich habe den Dieter nie kennengelernt, also ich muss das sagen... Das mache ich mit dir auch. Das hat ja die auf Mallorca. Wir haben ja heute auch wieder die Irena Dudacek zu Gast. Die ja bei Supertalent waren, hat ja mit ihm zu tun gehabt und so. Aber man muss auch immer sehen, das ist ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn man eine gewisse Prominenz erreicht, dann geht dir schon was auf den Senkel. Und ich habe heute, durch diese Late Night hat sich ja auch ein bisschen eine Neidkultur eingestellt, wieder, muss ich sagen. Und es kommen ja manchmal auch wieder Leute, wie Ratten aus den Löchern. Das kommt halt einfach so, damit muss man irgendwie umgehen und damit muss man leben und damit leben wir ja auch und das vergeht auch. Man muss nicht allem Resonanz zollen. Das ist also auch was.
Du bist ja auch jemand, der, ja, wie soll ich sagen, ein richtig heißer Geschäftsmann ist, ja. Du bist ja jemand, der genau weiß, machst Kreditkarten und alle, du ziehst eigentlich an allen Strängen, ja. Genau, da habe ich ja so zwei Partner, ich mache, die, weil man auf dem Flughafen immer angesprochen wird, so, wollte mal, das bin ich, das ist die, ist eine andere Firma, die in Berlin sitzt, also da ist auch mein Büro in Berlin und wir haben 120 Leute laufen, die in Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart am Flughafen stehen mit American Express und das mache ich schon seit 97, aber ich bin der stille Teil, ich bin der stille Teil aber davon, weil ich das zeitlich gar nicht schaffe. Aber Hauche wusste das einfach, deshalb beantworte ich das auch. Also ich bin nur ganz, ganz selten da. Ich gehe mal 3 Tage auf eine Messe mit, wenn ich wirklich mal Luft habe. Und wie gesagt, die Firma du machst halt auch jede Menge. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, was ein Mensch, außer mir, weil ich ja auch jemand bin, der wirklich an jedem Rad dreht. Aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der eigentlich ja, mich noch fast toppt. Ja. Also ein bisschen wahnsinnig bist du schon auch. Und das geht natürlich auch auf die Gesundheit, Mann. Das ist richtig. Ja, und du bist ja auch jemand, der 24 Stunden ja, schaut, wo er bleibt. Das ist richtig. Jetzt habe ich erstmal, damit ich ein bisschen Ruhe habe, Annemarie Elfeld geparkt in Duisburg in Köln. Beim Engel der Weihnacht singt sie halt die Hauptrolle, war gestern. Das sind so die Sachen, die ich dann Hintergrund lanciere, was im WDR-Fernsehen übertragen worden, dann halt, so haben sie 10 Minuten gebracht von ihrem Auftritt. Die hat ja eine wunderbare Stimme. Und Dieter Bohlen ist ihr spezieller Feind, deshalb sollten wir vielleicht da was machen. Das heißt also, der hat sie ja zu einer Zicke erklärt 2009 und ich habe sie aber erst vor einem Jahr übernommen. Ich kann nicht sagen, dass sie eine Zicke ist, sondern kann einfach sagen, dass sie auch genau weiß, wo es lang geht. Er hat sie auch kennengelernt. Ihre Eltern wissen genau, wo es lang geht, ich auch und deshalb arbeiten wir zusammen und es läuft alles sehr positiv. Sie ist ja auch jemand, der sich positiv verändert hat. Sie hat sich wirklich auch sehr verändert. Wir haben ihr Image natürlich ein bisschen geändert, das ist auch so meine Aufgabe mit. Sie macht nächstes Jahr 3 Schlagerreisen mit und eine davon veranstalte ich selber, das weißt du noch gar nicht. Mit Sonnenklar TV vom 15. bis 22. Oktober auf Mallorca. Ja, super. Und da siehst du dann immer im Vorspann Annemarie Elfeld und so weiter und so fort. Und du hast ja auch einen guten Bezug zur Nathalie Kollo. Wir hatten ja genau. Ganz am Anfang mal die Idee, dass ihr zu viert kommt. Und dann ist es aber aus vielen zeitlichen Gründen ja nicht. Was macht Nathalie eigentlich im Moment? Also Nathalie hat am Wochenende ein großes Konzert auf Mallorca, was ausverkauft ist in Arte, in so einem alten, ja, in so einem Atrium, das kann man gar nicht erklären. 1000 Leute drin und die werden von überall von der Insel dorthin gebracht. Karte mit sozialen, also Charity-Hintergrund. Mhm. Und sie ist auch jetzt aufgetreten, während wir bei Axel Kahn waren. Genau. Hat sie auch parallel eine Veranstaltung auf Mallorca gehabt. Die war nicht so gut. Machst du da eigentlich noch Management für sie? Ich mache immer noch das Management für sie, trotzdem sie einen persönlichen Management, ja, ein Mann sich da gesucht hat, der wahrscheinlich jetzt alle Fronten erfüllt, denke ich mal. Aber ich buche sie halt noch und sie ist tatsächlich auch mit ihrem Vater, René Kollo, mit 79 Jahren auf Tour. Macht ja. Alle 14 Tage ein Konzert in Deutschland. Ja, Abschiedstour von René Kollo und ihre Mutter begleitet das, Dorto Kollo, die damals gesungen hat, ein mit dem Düssel in Düsseldorf. Genau, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Ja. Genau, da bin ich am Montag auch mit Tante Helene für die neue Woche. Also ein Mensch, der immer wieder unterwegs ist und überall unterwegs ist und überall zu sehen ist. Wir schreiben ja auch eigentlich jeden Tag, ja, wir sind ja jeden Tag in Verbindung und dann ist er im Zug und dann ist er im Flugzeug und dann ist er wieder im Zug und dann bin ich in der Nähe von Karlsruhe und dann bin ich in der Nähe von Mannheim und ich stehe am Mannheimer Dreieck und ich konnte dich gar nicht mitnehmen, weil wir ja schon in Baden-Baden waren. Da waren wir in Baden-Baden auf dem Weihnachtsmarkt. Du warst schon wieder in Mannheim. Also es ist, manchmal kommst du mir vor wie Genscher. Genau. Genschmann hat immer gesagt, ich sehe mich schon selbst im Flugzeug wieder zurückfliegen. Ich habe 2, 3 Kollegen, die auch so ähnlich arbeiten wie ich. Die schreiben mir auch immer, du topfst eigentlich noch alles, weil du bewegst dich immer so 2000 Kilometer hin und her. Und trotzdem, also das macht mir Spaß, sonst würde ich sie machen. Also ich würde auch nicht aufstehen, wenn ich also das unter Zwang machen müsste. Und will nicht sagen, dass ich Multimillionär bin, so wie Jorge, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber Muli-Millionär. Aber ich kann auf jeden Fall von meinem vergangenen Leben ein bisschen zehren, aber ich arbeite so, dass es mir wirklich Spaß macht. Aber du kennst ja auch sehr, sehr, sehr viele Schöne und Reichen. Und wir haben ja hier heute Abend auch so ein bisschen Networking an Party und wir haben ja auch viele interessante Unternehmer hier bei uns. Und
du bist ja auch jemand, der auf diese Sachen auch bestimmt oft angesprochen wird, oder? So, weil du ja viele Kontakte hast, viele Freunde hast, viele Verbindungen hast. Die Eva war ja hier, die hat ja selbst bei mir gesagt, so ein Netzwerk hat sie noch nie erlebt. Und wir haben jetzt ein paar Bücher zusammen gemacht. Wir machen zum Beispiel so ein Buch auch mit Frank Hannebutt, Jürgen Drews, haben Bernhard Brink das Buch ja schon gemacht. Genau. Und das sind die Kontakte, die ich habe. Ich habe natürlich auch die Kontakte auf Mallorca und das ist ja die Geschichte mit Frank Hannebutt, die habe ich ganz komplett geschrieben, auch für den Axel Springer Verlag, damit es halt nicht aus dem Ruder läuft, die ganze Geschichte, weil man will ja auch kein großes Aufsehen drum machen. Genau. Und es wird auch immer viel erzählt, Hells Angels und alles Mögliche, was die alles Böses machen. Die wahre Hintergrundgeschichte stand mal in der Bildzeitung, unser Bild am Sonntag in so einer vierteiligen Story, das dunkle Mallorca, die war letzten Sommer drin, das habe ich geschrieben, 4 Seiten. Da stand auch kein Name drin, obwohl ich vor Frank Hannebutt keine Angst haben muss. Da stand dann von 3 Sterne. Es gibt ja andere, die dann vielleicht auf mich kommen. Und da stand dann die Geschichte, dass er eigentlich ja nichts gemacht hat. Er hat eigentlich wie einer ein Inkassobüro macht. Es gibt den schwarzen Mann, es gibt alles Mögliche. Es war eigentlich nicht so, der hat ja nicht irgendwie wahllos Leute angegriffen oder so. Also deshalb ist er auch freigekommen, darf wieder in Deutschland sein. Die ganze Sache ist nach 2 Jahren Haft im Sande verlaufen. Und auf Mallorca ist es das so, dass man einfach 2 Jahre sitzt. 25 Leute davon, 2 Berliner, Khalid und weiß ich gar nicht mehr, wie der Abdul heißt der. Die kommen aus Berlin, sind Perser, mit denen ich groß geworden bin zusammen. Also damals war Multikulti noch interessant, heute ist er nicht mehr ganz so interessant. Und bin also in den 70er Jahren mit denen groß geworden und die haben sie einfach alle weggesperrt und so. Also nicht so. Aber unser Mallorca hat sich verändert. Also das 17. Bundesland. Ja, es hat sich sehr verändert und wir werden in den nächsten Jahren da halt auch einfach sehen, wie diese Schere wahrscheinlich noch weiter auseinander geht. Und wenn man jetzt sieht, wie die Flüge dann in der nächsten Zeit auch teurer werden und dieser Billigtourismus dort immer mehr auch einzieht, das tut mir schon ein bisschen weh. Und wenn man sieht, wie die Asiaten mittlerweile alles das verkaufen, was früher mal die Spanier verkauft haben, also der ganze Nippes, wie man so sagt, ja, da kriegst du heute wie in Thailand schon alles. Und ich war in Cala Mayor gewesen, da war ich ja von Vox aus gewesen und habe da für Gut bei Deutschland, für einige Kollegen dort, hätte ich Produktionen machen sollen. Die wollten alle singen, ja, und du kannst aus nichts machen. Das ist auch nicht böse gemeint gegenüber den Leuten. Und die haben ja dann auch, Gott sei Dank, den Rat angenommen, nicht zu singen. Aber es ist halt immer so, du machst ja Gut bei Deutschland. Man erzählt eine Geschichte von sich. Und die erzählt sich irgendwann aus. Und die müssen immer wieder schauen, dass diese Geschichte neues Futter bekommt. Ja? Schlägst deine Frau und dann geht's weiter und dann gucken die das nächste Mal wieder und dann prügelst du deine Kinder oder was weiß ich und dann ziehst du aus und dann ersäufst du oder und dann kommt ganz zum Schluss, wenn gar nichts mehr ist, dann wollen die alles singen. Und das ist dann was ganz Verheerendes und dann war ich da drüben gewesen, habe mit 2, 3 Leuten im Studio gearbeitet. War eine ganz katastrophale Nummer. Da kannten wir uns noch gar nicht. Und war nichts. Und da muss ich sagen, also diese Insel hat vieles Schöne, hat vieles Tolle und hat einen Menschen wie dich. Hat unseren gemeinsamen Freund Romeo mit einer ganz tollen Location. Solltet ihr alle mal hingehen. In Port oder Andratsch in natürlich. Andratsch. Genau, an der alten Olive, dann kannst du auch gleich mich besuchen kommen. Aber jetzt, zum Abmoderieren, würde ich einfach sagen, gebe ich mein Mikro weiter an dich, dann machst du mal eine richtig fette Abmoderation. Schade, dass dein Mikro jetzt wieder nicht geht. Also wir haben heute Abend da ein bisschen Probleme mit den neuen Sachen. Es tut uns ein bisschen leid, schade. Aber wir haben dich. Und du hebst das Ganze wieder auf. Mit einem riesen Applaus für dich. Und du machst jetzt die Abmoderation. Also eins sollte man vielleicht noch sagen, bevor die Abmoderation kommt, auf die ich mich natürlich freue, dann bin ich erlöst von den Scheinwerfern und der Wärme hier. Also mit Qualität wollen sie es machen, das haben sie 2003, das wirst du wissen, schon mal versucht. Qualität statt Quantität auf Mallorca. Und wenn man überlegt, dass gegenüber dem Megapark ein 6-Sterne-Hotel gebaut wird, ein Spielcasino, ein Altenheim, da fragt sich, wie das harmonieren soll. Es heißt jetzt, dass der Megapark abgerissen werden soll. Dass man einfach sagen will, die sind gar nicht Besitzer. Der spanische Staat kann nämlich alles enteignen, das wissen auch wenige. Alle Deutschen, die auf Mallorca wohnen, haben jetzt erfahren im Mallorca-Magazin, dass sie gar kein Eigentum haben. Die können ihr Haus mitnehmen, aber das Grund und Boden kann man vom Königreich Spanien nicht erwerben. Das ist eine aktuelle Meldung.
über die man sich Gedanken machen sollte, wenn man auf Mallorca investieren möchte. Da musst du also deine Etage abtragen, wenn du im dritten Stock wohnst, aber das Grundstück kannst du nicht mitnehmen. Also sehr interessante Sache, mit Qualität wollen sie es zu tun haben, mit Quantität nicht mehr. Sie wollen die wegjagen mit Strafen. Wir haben gedreht mit RTL mit Icke Hüftgold, ist ja auch ganz bekannt, mit Markus Becker, die haben wir verhaften lassen für 1000. Das rote Pferd oder was? Das rote Pferd, mit dem war ich gerade am Montag noch zusammen auf Mallorca, in Porto Cristo. Und Markus Becker hat auch gesagt, das ist ein Wahnsinn, die machen Mallorca kaputt und werden Mallorca schaden. Er macht mittlerweile, da kann man auch was machen für den dritten, hat auch gesagt, er wohnt ja jetzt hier außer von Mutterstadt. Dann würde ich mal sagen, Markus Becker ist hiermit herzlich eingeladen. Markus Becker, den werden wir auf jeden Fall einladen, weil ich mit ihm ganz, ganz eng zusammen bin. Mit dem roten Pferd. Mit dem roten Pferd. Wir haben nämlich, ich habe nämlich den Film natürlich gedreht für Gut bei Deutschland, damals oben in Calamior, als das rote Pferd aufgemacht hat. Diese Bauarbeiten im totalen Chaos. Und mit dem Jens Büchner, glaube ich, ne? Widerlichen Jens Büchner. Ach, sei nicht so böse. Ist der Einzige, mit dem ich übrigens nicht drehe. Habe ich mich verweigert zu drehen mit Jens Büchner. Okay, danke. Also lieber Michael, wir danken dir, dass du heute Abend hier bist und dass du uns ganz, ganz viele Insider-Informationen geliefert hast und ja, freuen uns auf einen gemeinsamen Abend mit dir, mit uns allen. Und